Hallo Leute, ich mache heute einen Radwandertour in die Sächsische Schweiz. Beginnen werde ich meine Tour in Sebnitz bis Seitenreich, wie ihr seht, mit der Deutschen Bahn. Und dann geht es weiter nach Ottendorf, dort ist das schöne Kirchstall. Und dann an Werfenstein vorbei. Dann werde ich im Helvetier beim Essen gehen, im Restaurant Strandgut, mit der Fähre übersetzen und dann geht es mit dem Zug über Dresden wieder zurück nach Hause. Seid dabei, es wird spannend und viel Spaß beim Zusehen. Steigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio Südost. Auf Wiedersehen. Umstieg rechts. In Sebnitz angekommen, geht es weiter mit reiner Muskelkraft und ich verwende dazu ein ganz normales Mountainbike, wie ihr sehen könnt. Und wende mich jetzt hier am Bahnhof und werde nun hier meine Tour starten. Und ich hoffe auf einen spannenden Tag. So, los geht's! Wie immer muss man erstmal den Startpunkt der Tour finden und erstmal wissen, in welche Richtung man fährt. Ich navigiere ja mit Karten und weil ich mir nicht sicher bin, ob es selbst hier im tiefen Osten auch noch eine Internetverbindung gibt. Der bekannte Sebnitz ja vor allen Dingen, dass man hier die Kunstblumen herstellt. Ja, und ganz ohne Navi die richtige Richtung gefunden. Auf geht's zur Tour. So, wie anders, wie nicht anders zu erwarten, geht es im Gebirge einfach nur und das immer berghoch. Ich melde mich dann, wenn ich oben bin, okay. Wir sind ja verrückt, solche Berge hier reinzubauen. Mann, Mann, Mann. Nächste Mal, Freunde der strammen Norden, nehme ich ein Elektrofahrrad. Bis gleich. Ja, und oben angekommen wird man mit einem herrlichen Blick ins Tal verwöhnt. Ja, zur Felsenmühle. Dort wollen wir hin. Da sind wir richtig. Ja, ich befinde mich jetzt hier an der Neumannmühle. Und nun sollte es weitergehen Richtung den Affenstein. Und dann nach Schmilkach. Hier in der Sächsischen Schweiz sind ja die Wanderwege gut mit Karten ausgestattet. Und deshalb kann man sich da gut orientieren, zumindest wenn man eine Karte lesen kann. Also, Neumannmühle, als Radweg ausgezeichnet, hin zum Teughaus, am großen Winterberg vorbei und dann nach Schmilkach. Sollte funktionieren. Wir werden sehen.
Hier in der hinteren sächsischen Schweiz ist es sicher viel besser wandern. Es ist nicht so überlaufen mit Urlaubern, also mit Käferern. Und ist man sehr für sich allein, kann die Natur am besten genießen. Und die Felsen und die herrliche Natur. Ganz für sich allein. Und kann sich da richtig erholen vom Alltagsstress. Und würde jedem mal empfehlen, so eine Tour zu machen.